und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Julie und diese Woche nehme ich mich dabei mit, wie ich meine Bachelorarbeit schreibe. Außerdem gehe ich das erste Mal auf eine Vernissage und fahre in die Heimat. Viel Spaß dabei! Ich finde dieses Lichtspiel in meinem Zimmer so schön, wenn die Sonne reinscheint in der Früh. Weil jetzt auch gerade mit dem Laub und so. Ich weiß nicht, es macht einfach was mit dem ganzen Raum. Euch ja gezeigt, ich habe diese Zip-Tasche gekauft, diese hier. Und da möchte ich. Ich habe gerade meinen Urlaubsantrag abgeschickt und hoffe, dass er mir genehmigt wird, weil ich mich jetzt entschieden habe, 2 Wochen Urlaub zu nehmen wegen der Bachelorarbeit, weil ich mir dann doch auch einfach eingestehen muss, dass das momentan sehr viel ist und ich voll oft beim so Thema Urlaub nehmen so bin, ja, aber vielleicht brauche ich den irgendwann anders nochmal mehr, aber ja, ich glaube, dass jetzt einfach mal so eine gute Übung ist, bevor es zu viel wird, einzuschreiten und sich da die Freizeit zu nehmen. Mann, eigentlich kriegt das meine Handykamera aber leider nicht auf. Also ich krieg die Farben. Es ist heute Montag und ich bin ein bisschen krank geworden, was nicht so cool ist. Ja, mal schauen, wie es mir morgen geht, weil morgen ist ja eigentlich auch eine Halloween-Party und so. Also nicht, dass ich mich da jetzt hinzwingen muss. Wenn es mir nicht gut geht, hat ja auch niemand anders davon, wenn ich dann fort bin. Aber ja, irgendwie war es mir so ein bisschen klar, weil bei uns in der WG war wirklich jeder eine nach dem anderen krank. Und ja, ich habe dementsprechend heute noch nicht viel für die Bachelorarbeit geschafft. Ich bin davor einfach nach dem Mittagessen, wollte ich kurz nappen und bin einfach eingeschlafen und nicht mehr wach geworden. Und ja, jetzt muss ich trotzdem 2, 3 Sachen zur Post bringen und dann noch in den Bastelladen fahren. Weil wenn ich morgen auf die Halloween-Party gehe, dann muss ich mein Kostüm noch basteln. Ich gehe als Sims. das Motto sind Videospiele. Und ich dachte mir, das ist jetzt das einfachste Kostüm, was schnell geht, was hoffentlich auch gut funktioniert. Und genau, dann gehe ich noch zum DM und hole mir den Tee und was ein bisschen gegen die Halsschmerzen. Und dann setze ich mich nochmal in die Bachelorarbeit und hoffe, dass ich ein bisschen Schwung reinkriege. Aber ja, ansonsten geht nicht so viel. Ich muss tatsächlich sagen, heute war ich an so einem Punkt, wo ich mir einfach wieder dachte, dass mir die Bachelorarbeit richtig Spaß macht. Also wenn ich so die Zeit dafür habe und so wie heute eigentlich nirgendwo wirklich hin muss, dann finde ich es einfach so toll, den ganzen Tag daran arbeiten zu können und einfach so das in meinem Tempo zu machen und so zu sehen, wie ich immer mehr Wissen akquiriere. Und ich weiß nicht, ich fand es so cool und war so richtig schade, dass das Ganze so schlecht begonnen hat. Ich hoffe, dass ich es jetzt hinten raus wirklich einfach noch genießen kann den Monat und das einfach dann so zufrieden abgeben kann, stolz auf mich sein kann. Und ja, apropos stolz, ich merke, ich komme jetzt richtig ins Reden. Wir saßen die Tage zusammen in der WG und dann hat sich einer meiner Mitbewohner so richtig beglobt für was und dann ist mir so aufgefallen, krass, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über Sachen, die ich gemacht habe, gesagt habe, ich bin stolz drauf. Ich bin sehr defizitorientiert. Das war auch was ich weiß. Also so, ich bin sehr
okay, was kann ich noch verbessern und nicht, okay, was mache ich schon gut. Und man muss auch sagen, ich habe oft das Gefühl, dass ich nicht so richtig gut kann, sondern ich kann alles so ein bisschen, falls es Sinn ergibt. Also das hatte ich schon früher, wenn irgendwie Freunde von mir, gut, die eine konnte gut Handball spielen und die andere konnte gut malen und die andere konnte gut das und die andere konnte gut das. Und ich war immer so, ja, ich kann gut mit Menschen, glaube ich. Ja, und irgendwie ist mir das dann in dem Zusammenhang nochmal so aufgefallen. Mal schauen, was ich daraus mache. Vielleicht schreibe ich in mein Dankbarkeitstagebuch jetzt auch immer noch eine Sache auf die ich halt stolz bin. Mal schauen. Ja, genau. Ansonsten ist mein Plan für die Woche. Ich habe morgen Uni und danach fahre ich in die Heimat bis zum Ende der Woche. Und dann mal schauen, je nachdem, wie es mir geht, wie fit ich bin. Schauen wir alles. Jetzt erstmal Besorgungen machen, Zeug wegbringen. Let's go! It's an awful house, and I wanted to get you out. I'm working on a plan right now to come through. I've waited for a lifetime for you to come down. Oh, nothing feels the same without you. Good morning in the morning. Wir haben heute Dienstag. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich von weiteren Halsschmerzen bisher verschont geblieben bin. Ja, ich werde jetzt mal schauen heute Abend bei der Halloween-Party, dass ich da nicht übertreibe. Beziehungsweise wahrscheinlich werde ich einfach nichts trinken und dann ein bisschen früher gehen. Aber ich will jetzt wirklich nicht riskieren, dass ich krank werde. Langsam fängt nämlich der Countdown an für die Bachelorarbeit. Mich macht das ein bisschen nervös, dass dann wirklich so, ich muss ja am 1. Dezember abgeben. Das heißt ja dann ab dem 1. November sind es dann wirklich nur noch 30 Tage. Und ja, ich will ja auch ein bisschen früher fertig sein, damit ich die Möglichkeit habe, dass Leute halt noch ordentlich Korrektur lesen können. Und meine Dozentin wollte auch einmal drüber schauen für ganz grobe Schnitzer. Genau, dementsprechend setze ich mich jetzt dran. Ich habe um 10 Uni heute. Und okay, da war mein Speicher kurz leer. Genau, Dienstag ist immer der einzige Tag, wo ich Uni habe, also wo ich ein Seminar noch habe, weil ich aber dieses Jahr oder dieses Semester eigentlich keine Fächer mehr so richtig. Und außer halt dieses Seminar, wo ich auch wirklich da sein muss. Und ja, dementsprechend probiere ich davor jetzt noch ein bisschen was zu reißen. Danach fahre ich nämlich in die Heimat. Also wir gehen erst nach dem Seminar noch in die Mensa. Da freue ich mich schon drauf. Und dann geht es in die Heimat. Und ich bin auch lange nicht mehr zu Hause gewesen, ist mir dann heute mal aufgefallen. Also ich weiß nicht, letztes Mal, als ich meine erste Prüfungsphase, glaube ich, noch hatte. Also schon 2 Monate, 3 Monate. Genau, da freue ich mich dann auch auf den Hund und den Rest. Und ja, aber dann wird heute auf jeden Fall nicht mehr viel für die Bachelorarbeit passieren, weil bis ich zu Hause bin, dann muss ich noch mein Essen, was ich halt fürs Buffet mitbringe, für die Bachelorarbeit, für die Halloween-Party vorbereiten und so. Und ja, deswegen, let's do something. Ich komme aus der Uni und heute ist so ein Tag. Mir hat Uni so gut getan. Ich weiß nicht warum. Heute Morgen ging es mir nur so okay gut. Und ich habe so ein bisschen in meinem Kopf gesteckt und war so ein bisschen gestresst von, dass ich jetzt heute noch heimfahre. Also dass halt noch so ein bisschen was ansteht heute. Und ja, mich hat es dann so gefreut, dass ich dieses Seminar, ich habe ja Arbeits- und Organisationspsychologie ein Seminar und irgendwie ist die Seminarleiterin so nett und das ist so interaktiv. Das heißt, man kann richtig viel reden und sich einbringen und ja, irgendwie hat es so gut getan und danach bin ich noch in die Mensa gegangen mit einer Kommilitonin und da habe ich einfach so gemerkt, boah, das haben wir so die 2 Jahre verpasst, als irgendwie Online-Uni war. Weil ich weiß, dass ich immer noch so ein bisschen Verfechter davon war, dass ich war, ja, aber es ist viel effektiver und viel effizienter, aber es ist halt nicht so schön. Und wenn ich sowas dann erlebe, dann denke ich mir schon manchmal einfach nochmal studieren, irgendwas anderes.
im Bachelor oder Master, einfach, dass man nochmal so ein bisschen diese Uni-Erfahrung mitnimmt, weil es irgendwie doch einfach echt schön ist und gut tut. Ja. Genau, ich packe jetzt meine Sachen und dann geht's ab in die Heimat. Ich muss echt sagen, dass ich mich jedes Mal so glücklich schätze, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin, einfach weil ich dadurch so eine Naturverbundenheit habe und für mich das total normal ist, zum Beispiel jeden Tag an die frische Luft zu gehen. Und vor allem seitdem wir einen Hund haben, liebe ich es einfach nochmal so viel mehr, alle Jahreszeiten bei jedem Wetter draußen zu sein und einfach so die Zeit zu genießen. Heute ist so ein Tag, wo irgendwie nichts nach Plan läuft. Ich habe mir ja für die nächsten 2 Wochen Urlaub genommen bei meiner Arbeit, aber die Woche musste ich noch was machen und ich dachte irgendwie, es würde mich heute Morgen nur 1-2 Stunden kosten. Im Endeffekt habe ich jetzt 5 Stunden gearbeitet und ja, dementsprechend ist mein ganzer Zeitplan komplett verschoben und ich habe jetzt überlegt, wie ich am besten damit umgehe, ohne dass es mich einfach die ganze Zeit nervt. Und habe mich jetzt einfach dafür entschieden, heute nichts für die Bachelorarbeit zu machen, weil ich um 5 verabredet bin. Wir haben jetzt 3 Uhr, beziehungsweise 2:30 und ich will jetzt nicht irgendwie eine Stunde, weil ich brauche bei der Bachelorarbeit immer so ein bisschen, bis ich wieder reinkomme in den Flow, eine Stunde irgendwie was machen und dann so am Ende mit einem richtig frustrierten Gefühl aus dem Tag gehen. Deswegen werde ich jetzt mein Video schneiden, weil ich mir auch vorgenommen hatte, jetzt wieder regelmäßiger hochzuladen und wenn das dann immer schon geschnitten ist, dann merke ich auf jeden Fall, dass ich deutlich entspannter bin, weil ich dann einfach weiß, okay, es ist fertig und ja, weiß ich nicht, muss nicht noch bis Sonntag gemacht werden, auch wenn es kein richtiges To-Do ist, weil es mir Spaß macht, der Prozess an sich, aber das Tun ist ja ein To-Do, falls es da gibt. Genau, aber wollte einfach nur mal auch die Momente einfangen, dass selbst wenn es irgendwie man sich ganz anders vorgestellt und ganz anders geplant hat, es halt einfach nicht immer so kommt und man dann eher, jetzt haben wir die Speicherkarte gerade kurz vor, aber dass man auf jeden Fall eher daran arbeiten sollte, wie man dann damit umgeht und das Beste daraus macht, bevor man dann komplett, ja, eher destruktiv wird und gar nichts mehr wirklich Positives aus der Situation rausholt. Ich komme gerade aus der Stadt und habe Blumen unter anderem gekauft. Einmal aus einem schönen Anlass und einmal aus einem weniger schönen Anlass. Der schöne Anlass ist, dass eine Freundin von mir heute ihre erste Vernissage hat, beziehungsweise ihre erste, wo ich dabei bin, aber ich glaube, es ist die erste ein bisschen größere. Und ich bin voll stolz auf sie. Einfach weil ich, weiß nicht, das so in der Schule ja schon so mitverfolgen konnte, dass sie ja immer schon gut gemalt hat und gerne gezeichnet hat und so. Und dann hat sie jetzt Kunst studiert und ist fast fertig und hat halt jetzt mit ein paar Studienkolleginnen heute einfach eine Ausstellung und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Bilder und ich freue mich da so drauf und ich bin richtig stolz irgendwie und mich erfüllt es so mit Freude, so andere Menschen zu sehen, die so ihr Ding machen und so, ich weiß nicht, langsam so ihren Weg gehen und
Ich finde es auch einfach krass, wie gut sie zeichnen kann. Ich frage sie mal, ob ich eins der Bilder einfügen kann. Wenn ja, dann siehst du es hier irgendwo, was sie mir nicht geschickt hatte. Nicht wundern, ich habe hier unten gerade den Hund, der zu mir gekommen ist. Genau, und es ist dann jetzt in 2,5 Stunden circa, dass ich los muss. Ich fahre mit einer anderen Freundin zusammen und der geht es leider nicht so gut. Dementsprechend habe ich auch noch ein paar Blümchen gekauft, weil Blumen immer ein bisschen helfen, auch wenn ja, das Leben halt so ist, wie es ist. Und manchmal ist es einfach scheiße, aber wenigstens so vielleicht das kleine Geste. Bis dahin werde ich jetzt noch meine Bachelorarbeit machen. Ich habe ja jetzt geplant, wir haben heute Freitag, dass ich bis Samstag meinen Theorieteil durchkriege. Es läuft bisher eigentlich ganz gut. Also ich glaube, es ist realistisch, dass ich das bis Samstag schaffen soll, also schaffe. Und dann, ja, peu à peu einen Teil nach dem nächsten fertig machen. Genau, so viel dazu. Ja, mehr kann ich kurz auf ganz sagen. Deswegen, let's go. Ich bin mal gespannt, wie weit ich komme, wenn mein Akku schon blinkt. Eigentlich wollte ich drüber reden, weil ich mich ja gerade für die Vernissage fertig mache, dass ich davor so im Schreibtisch saß und mir so dachte, das ist so krass, weil irgendwie so die Freundinnen, mit denen ich dort Abend hingehe, wir kennen uns jetzt doch schon seit 10 Jahren und irgendwie, wie sehr so jede in der Zeit und vor allem jetzt auch so nach dem Abi in den letzten 3, 4 Jahren ihren eigenen Weg gegangen ist und wie schön es ist so zu sehen, dass sich jeder so und seine Richtung entwickelt und damit irgendwie voll gut klarkommt und voll viele Sachen irgendwie erreicht. Also sei es jetzt sowas wie die Vernissage oder so, das macht mich so stolz, meine Freunde so zu sehen, wie die aufblühen und in ihre Bereiche gehen und da einfach glücklich sind. Und da dachte ich mir echt so, ich glaube, langsam wird aus diesen Mädchen so junge Frauen, die so ihren Weg einfach gehen. Ich weiß nicht, ich finde es ganz, ganz toll. Ich freue mich so auf die Bilder und ich bin wirklich so stolz einfach. Also ja, aber jetzt mache ich mich erstmal ready. Ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, wie geht man da hin, was zieht man an, was macht man. Aber ja, ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen, schwinge mich ein bisschen und dann wird das schon passen. Muss einfach. Ich muss echt sagen, ich fand alle Bilder so toll. Alle 4 Mädels hatten einen komplett unterschiedlichen Stil. Und das fand ich gerade so schön, dass es jede so auf ihre Art interpretiert hat. Und ich war so stolz. Ich fand es so toll da, wirklich. Ah, das hab ich auch nicht gesehen. Ah, okay. Es ist Freitagabend und, nee, Samstagabend und ich sitze jetzt nochmal am Schreibtisch, weil ich mich gerade ein bisschen gestresst fühle von meiner Bachelorarbeit, weil ich heute den ganzen Tag YouTube-Videos geschnitten habe und dementsprechend noch nichts dafür gemacht habe und ich ja abends meistens sehr gut arbeiten kann. Deswegen gibt es jetzt eine späte Session. In der einen Tasse habe ich einen Kaffee, in der anderen Tasse einen Gute-Nacht-Tee. Mal schauen, wie viel ich jetzt noch hinkriege. Ich höre das neue Album von 01099, blaue Stunde, und baller jetzt mal ein bisschen. Schauen wir mal, wie viel wir hinkriegen. Ich hoffe, dass ich meinen theoretischen Teil fertig kriege. Das wäre echt gut. Dann haben meine Mama und ich noch probiert, was zu nähen, und zwar genau 20 Minuten, bevor mein Zug kommt. Ja,
das war alles vielleicht nicht so durchdacht, vor allem, weil beide jetzt nicht die begabtesten Näherinnen sind, aber ich weiß schon, warum ich meinen Dickkopf habe. Und ja, dann war die Zeit in der Heimat auch schon wieder vorbei und es ging wieder zurück für mich.